Wir sind jetzt live, wir haben es geschafft. Also herzlich willkommen erstmal an alle. Wir sind hier heute live von der Tables, der VR Business Club. Wir haben hier unseren Stand. Vielleicht mal, dass man sich das angucken kann, wie das aussieht. Ich habe mal ein paar Bilder mitgebracht. Hier, wenn ihr da raufschaut, das ist unser Team, das ist unser Stand, wie das aussieht. Wir haben hier in der Mitte so ein ziemlich cooles Auto mit aufgestellt, wo wir unsere ganzen VR-Sachen dort reingebracht haben und ein VR-Mobil. Und vielleicht mal so als Überblick, dass für euch, die jetzt in euren Büros sitzt, Oliver und Daniel, sieht man, ja genau, okay, und dann sind wir hinten, sieht man, dass der Facebook-Stand ein Stück weiter ist. Wir sind hier vorne an dem Wagen und ihr sitzt ja, Daniel, Oliver sitzt in den Offices und hinten auf dem Facebook-Stand mit Oculus zusammen wird das gestreamt und hallo nochmal an alle. Ja, hey, ich hoffe, man hört uns auch gut. Das weiß ich jetzt nicht, weil es relativ laut gegenüber ist um uns herum. Aber fangen wir einfach einmal an. Ihr hört uns gut. Oliver, sag doch noch mal ganz kurz, wo du bist gerade und woher du kommst. Ich sehe ja schon dein Logo auf dem T-Shirt, aber genau. Genau. Also Oliver Ringel, wir sitzen in Dahlewitz, südlich von Berlin. Okay. Rolls-Royce, Triebwerksbauer, Triebwerkshersteller und ja, ich freue mich, an diesem Format hier mal mit teilhaben zu können. Ja. Und bin gespannt auf die Präsentation natürlich auch. Ne? Super, alles klar. Daniel? Ja, Daniel Wolf, Info Innovationsgesellschaft Berlin. Wir sitzen in Charlottenburg und wir beschäftigen uns mit dem Thema Digitalisierung in der Automobilindustrie. Darunter natürlich auch Augmented Reality, Virtual Reality, neue Technologien. Okay. Und, ja, mein Kernbereich ist eigentlich sogenannte digitale Fabrik, also Modellierung und Simulation von Fabrikanlagen, aha, Fertigungsanlagen und was man da mit VR und AR machen kann. Super, super, okay. Paul, du bist hier bei uns am Stand. Du bist ja gleich genau um die Ecke von mir. Sag mal nochmal, du bist auch auf der CeBIT, das weiß ich, aber nochmal für alle anderen. Genau, also ich stehe quasi ja quer gegenüber von dir an der anderen Ecke. Ja, hi. Das heißt, man kann uns auch besuchen, vielleicht dann gleich nach unserem Call hier. Ja, genau. Ja, und ich würde mich mal auch vorstellen. Genau, bitte, ja, genau. Also, NWO selbst ist eine Werbeagentur, die habe ich ein paar Jahren gegründet, 2015. Ganz einfach ist der Grund, weil ich gesagt habe, alles, was irgendwie innovative Technik angeht, das hat mich persönlich immer sehr fasziniert. Ja. Und um das umsetzen zu können, ist es halt immer ganz gut, weil man sagt, ich gehe selber auf die Kunden zu und dann bringen wir das an den Start. Wir haben damals angefangen, Hauptkunde von uns ist Samsung, mit 360-Grad-Videos. Da gab es noch gar keine Kameras auf dem, da gab es noch keine VR-Brillen oder sowas. Ja. Wir sind auf die zugekommen und haben gesagt, hey, wir haben das mal selber zusammengebaut, okay, selbst zusammengelötet, so eine 360-Grad-Kamera, und haben da Sachen gedreht. Ihr habt jetzt selber eine gebaut gehabt? Das ist ein Thema für euch. Ah, cool, super, ja. Entschuldigung, und was? Das habt ihr selber gebaut, die Kamera? Genau. Sehr cool. Und ich wollte euch mal was zeigen, genau, wie sowas dann bei uns ausgesehen hat. Aha, sehen das alle? Wir sind jetzt auf dem Spielfeld. Vielleicht, ich nehme mal ganz kurz, dass wir sehen, wir befinden uns jetzt plötzlich mitten auf dem Spielfeld zwischen Cheerleadern. Ganz lustig. Sehen das alle? Ja, genau. Ja, also, genau. Genau. So sah das aus. Oder halt auch in der Umkleidekabine. Genau. Ich gehe mal nochmal rüber. Genau, du haust noch rein. Gehen wir mal wieder zurück, genau, auf unsere gemütliche Terrasse. Genau. Also mit solchen Virtual Reality Sachen haben wir angefangen. Wir machen auch nach wie vor Virtual Reality. Ja. Machen da Virtual Reality Experiences. Also haben zum Beispiel auch so Themen, dass man sagt, wir haben einen Showroom gebastelt für TV. In dem Fall jetzt bei Samsung, okay, sagen kann, wir schauen uns an, welche Gerätschaften gibt es eigentlich, aber wir präsentieren sie halt wesentlich besser, als wenn man jetzt sagt, wir sind in irgendeinem Markt oder so. Ja. Haben es perfekt präsentiert, können dann auch Zusatzinformationen einbinden. Das machen wir natürlich auch immer noch. Okay. Was jetzt unserer Sicht ein großer Schritt Richtung Zukunft war, ist tatsächlich die Einführung von Augmented Reality. Aha. Die HoloLens kennt ihr sicherlich ja auch. Ja, klar. Die ist ja auch schon verbreitet, aber leider Gottes ja nicht so breit verfügbar und relativ teuer. Und als jetzt letztes Jahr AR Core und AR Kit vorgestellt wurden, ist es halt etwas, wo man sagt, da konnten wir ganz easy ins Training reingehen. Ich weiß nicht, ob ihr die Samsung Quick Drive kennt. Das ist eine Waschmaschine, da dreht sich die Trommel gegenläufig zur Rückwand. Aha. Nee, also dadurch wäscht sie nicht doppelt so schnell wie eine normale Waschmaschine. Okay. Das Problem ist, wenn man jetzt sagt, komm, wir stehen jetzt hier zum Beispiel im Medium und versuchen das jemandem zu erklären. Es ist in der Maschine, okay, man sieht es nicht.
Es ist also ganz schwer zu zeigen. Okay. Und um das Problem zu lösen, haben wir eine Augmented Reality App gebaut, sowohl eben auch für Android-Geräte. Da haben wir hier einen Teaser gemacht für die Kollegen in Korea in dem Fall. Da sieht man es schon, da steht dann eine virtuelle Waschmaschine, die man transparent machen kann, wo man sich in der Maschine einfach mal anschauen kann, was passiert da eigentlich. In der U-Bahn zum Beispiel, sehr gut. In der U-Bahn, man kann überall man kann es einfach mitnehmen. Ja, genau. Und wir waren damit natürlich auch die Ersten, die es genutzt haben. Okay. Man hat die Waschmaschine sozusagen einfach mal bei sich in der Hosentasche. Er muss sie wieder reinschubsen, die Kugel. Ja, genau. Cool. Wir halten ganz kurz das Video an, genau. Ja, genau. Das ist also etwas, wo wir gesagt haben, ach Mensch, das ist ja eine Richtung, das geht genau in die richtige Richtung, das kann man super brauchen, da kann man eben auch sehr viel mit anfangen. Ja. Inzwischen sind wir auch schon wieder einen Schritt weiter, da geht es jetzt darum, dass man tatsächlich erkennt, was steht denn da jetzt gerade vor einem. Das ist, glaube ich, dann eben auch der Punkt, wo es für euch interessant wird. Gerade Intro, bei euch ist ja Volkswagen mit drin. Und ich habe ein Volkswagen-Projekt rausgesucht, wo das schon vor ein paar Jahren mal genutzt wurde. Dir ist es wahrscheinlich schon bekannt. Das ist das Projekt Mars. Ich glaube, das ist jetzt zu leise, als dass man versteht, was erzählt. Genau, du kannst ja mal VoiceOver machen. Da wird ein Tablet benutzt. Genau, da wird ein Tablet genutzt. Das erkennt ganz genau den Aufbau. Ja. Und projiziert für denjenigen, der das dann zusammenbauen soll, drüber, wo ist der nächste Schritt? Oder hast du vielleicht irgendwo was vergessen? Also ein Schulungsthema, genau. Also hier sieht man, das wird direkt gematcht. Okay. Hier die gelben Punkte, da sieht man, ah Mensch, da muss also was festgeschraubt werden. Okay. Das ist also für den produktiven Einsatz eine super Sache, weil es spart halt gerade beim Prototyping unheimlich Energie, wenn man das auf diese Art und Weise auch ganz autark jemanden arbeiten lassen kann. Okay. Daniel, vielleicht ganz kurz noch mal, erzählen. Also wir nutzen im Prinzip die Augmented Reality-Technologie ähnlich. Natürlich als Werkeassistenz, ja, so wie wir es hier gesehen haben, als Unterstützung, aber auch zur Verifikation des Gebauten, das Triebwerk. Soweit es gebaut ist, kann man wirklich wunderbar damit die Prüfteile sozusagen überblenden und kann wirklich schauen, sind die an der richtigen Position, in der richtigen Orientierung etc. Wirklich angebaut worden. Macht ihr das denn mit? Sind wir auch gerade stark unterwegs. Macht ihr das mit Smartphone oder mit dem Tablet oder richtig mit einer HoloLens beispielsweise oder womit? Genau, momentan ist es tatsächlich eine Tablet-Lösung, die wir dafür nutzen, wobei, sagen wir mal, die Lösung, die wir haben, auch nativ sofort auch die HoloLens mit unterstützt. Ah, super. Aber für uns momentan tatsächlich, das Tablet momentan für diesen Anwendungsfall tatsächlich die bessere Wahl war. Ja. Ah, super. Daniel, was sind da deine Erfahrungen? Also nur noch mal ganz kurz rüber zu Daniel. Was sind deine Erfahrungen in Richtung im Prinzip Tablet, Smartphone versus HoloLens beispielsweise? Ja, das ist eine Diskussion, die wir auch erleben, klar, weil sag mal, Systeme wie HoloLens, du hast es gesagt, teuer, nicht besonders robust, im Shopfloor-Einsatz zweifelhaft, ob geeignet. Das Thema, was wir immer wieder, egal ob Augmented oder Virtual Reality, erleben, ist, dass man sich natürlich mit dem Datenversorgungsprozess auseinandersetzen muss. Klar. Und das ist auch so ein Thema, wo wir sehr stark eingestiegen sind in den letzten Jahren, uns damit zu befassen, wie können wir industrielle Datenformate aufbereiten, um sie dann für VR zur Verfügung zu stellen. Also heute ist ja, ihr kennt vielleicht auch von Volkswagen die Trainingsaktivitäten, die sie da machen. Da ist einiges im Gange und Mars ist jetzt das Augmented Reality System. Bei all diesen Systemen ist die Frage, wie kriegen wir Informationen, die wir bereits haben aus dem CAD-Bereich, in diese Welten transportiert. Das ist ja genau. Zentrale Herausforderung, neben dem Thema natürlich gute Anwendungen zu bauen, was ihr sehr gut könnt, und halt UX und UI zu bauen, für den Industrieanwender ganz entscheidend, dass ich möglichst keinen Zusatzaufwand mehr habe, die Anwendung eigentlich einzusetzen. Ah, ja. Absolut, also das kann ich auch nur bestätigen. Schnittstelle. Ja. Genau. Genau, also einmal die Daten, sozusagen die nativen CAD-Daten einlesen zu können, ohne zu viel Aufwand zu haben in der Datenreduktion etc. Ja. Und wenn dann halt als Workflows und zum anderen natürlich auch die ganzen Instruktionen etc., die man sozusagen von mir aus simulieren will, die in der richtigen Art und Weise wirklich digital verfügbar zu haben. Ne? Okay. Da fängt man natürlich an, die Datengrundlage erstmal zu schaffen und dann, damit man wirklich automatisiert reinfüttern kann. Ja. Obwohl ihr ja wahrscheinlich ja, bitte, Paul. Ja, für euch da vielleicht ganz interessant. Ihr habt ja eben die Waschmaschine gesehen. Also ihr seid jetzt natürlich nicht persönlich da. Ich konnte sie euch ja sonst auch nochmal persönlich zeigen. Da fehlt im Vergleich zu einem industriellen Modell relativ wenig. Wir haben keine Daten bekommen. Wir haben die Waschmaschine bekommen.
Das heißt, wir haben sie komplett ausgemessen, wir haben sie komplett virtuell nachgebaut. Sowohl in kurzer Zeit eben als auch relativ günstig. Okay. Das ist ein Problem, das ihr da beschreibt, was ich auch sehr gut kenne, weil dann immer die Frage ist, okay, woher kriegt man die Daten, wie kriegt man sie auch in das andere Format rüber, wie schaffen wir auch, dass die Anwendung trotzdem flüssig läuft, gerade bei komplexeren Aufbauten. Das ist tatsächlich, das ist uns, das kennen wir und eben genau dieses Anpassen der 3D-Daten, das ist sowieso schon etwas, womit wir uns immer beschäftigen müssen, weil anders geht es gar nicht. Also jetzt auch bei den Showrooms, man muss es halt lauffähig kriegen und schauen, welche Details sind jetzt relevant für das, was wir erzählen wollen. Ja. Und welche Details kann man sich vielleicht einsparen oder einfach über eine Textur lösen? Sagt euch das Thema Fotogrammetrie vielleicht auch etwas? Ja. Ja, genau. Also das ist auch etwas, das bieten wir eben auch, dass man sagen kann, wir nutzen einen echten Gegenstand und machen einfach Unmengen an Fotos außenrum, um daraus ein 3D-Objekt zu erstellen. Okay. Das macht meistens einen realistischeren Eindruck, kommt halt immer darauf an, worum es geht. Also gerade bei Natur, also wenn man jetzt Leder oder sowas zum Beispiel inszenieren will, ist man definitiv mit solchen Techniken, bei einem Sitz zum Beispiel, sicherlich besser bedient, als wenn man sagt, wir versuchen, das irgendwann eine Textur zu lösen. Okay, damit arbeitet ihr auch, Paul, oder da habt ihr denn sozusagen das Partner? Wir auch, ja. Da habt ihr Partner sozusagen, mit denen ihr zusammenarbeitet, die für euch diese fotogrammetrischen Aufnahmen machen, oder? Nee, im Endeffekt ist das eine Software-Geschichte. Also okay. Natürlich muss man sehr viel dann danach noch mit den Fotos machen, aber wir haben tatsächlich ein kleines Studio. Okay. Da kommt es immer drauf an, also ein ganzes Auto kriegen wir nicht rein, aber da finden wir dann andere Lösungen zum Beispiel. Aber Studio, wo man die Sachen rein stellen kann und wo man dann tatsächlich sagen kann, okay, wir gehen mit der Kamera außen rum, machen ganz viele Fotos und rechnen das dann mit unserer Software zusammen. Das dauert dann vielleicht irgendwie 2 Tage, bis dann 3D-Objekt geworden ist und muss auch noch gearbeitet werden. Aha. Aber es sieht halt aus wie echt. Super, super, das klasse. Das ist halt echt ein Riesenvorteil. Gut. Was hast du uns noch mit, ihr habt noch Fragen da drüben? Also vielleicht ganz kurz, weil wir es vorhin gesehen haben, dieses 360-Grad-Video und so weiter, das ist für uns natürlich eine Möglichkeit, vielleicht auch nicht als Video oder einfach nur als 360-Grad-Still, einfach auch so eine Monteursumgebung wirklich, ein bisschen mehr Realismus in die ganze Szenerie zu bringen. Genau. Dass egal, ob man es in einer Trainingsumgebung einsetzt oder tatsächlich sozusagen im produktiven Einsatz, dass wir tatsächlich irgendwie mehr Realismus und dass derjenige, der Werker, sich auch wiederfindet in der virtuellen Szene. Ne? Und dafür ist es natürlich extrem interessant, das ganze Thema auch für uns. Ja. Das ist relativ einfach schon zu erstellen inzwischen, ja genau. Gut. Habt ihr denn im Moment irgendein konkretes Projekt, wo man sagt, da wäre Augmented Reality eine tolle Lösung für euch? Oder forscht ihr gerade in einem Bereich, wo das gerade ein Thema ist? Also ihr habt schon Anwendungen in die Richtung, das habe ich verstanden. Genau, das ganze Thema Verifikation von der Montage sozusagen, das ist tatsächlich schon bei uns genutzt auch, ja. Da ist man über diesen ganzen Forschungsanteil ein Stück weit hinaus. Man nutzt halt auch wirklich eine am Markt verfügbare Lösung. Ja, super spannend dafür. Ja. Aha. Und ansonsten gibt es bei uns relativ klar auch die Sichtweise, dass VR sozusagen den ganzen Entwicklungsprozess, bis wirklich die erste Hardware erstmal verfügbar ist, natürlich eine wesentlich größere Rolle spielt. Ja. Und sobald erste Hardware verfügbar wird, kommen natürlich dann auch AR-Ansätze zum Tragen. Genau. Und da gibt es eine relativ klare Trennung bei uns und da sehen wir momentan weniger eine Konkurrenz zwischen den Technologien oder irgendwas, sondern es ist relativ klar, wann ist was momentan einzusetzen. Ja. Ah, super, super, super spannend. Mhm. Genau. Daniel, wie sieht es bei euch aus? Ich nehme das ähnlich wahr. Also es gibt durchaus Unterschied zwischen den Use Cases im VR, dieser im AR-Bereich, auch wenn die Datenlage teilweise eben überlappt oder dieselbe sein kann. Im Augmented Reality-Bereich wird viel stärker die Frage auftreten, welche der Informationen muss ich eigentlich überhaupt, wie du vorhin gesagt hast, anbieten. Und das hängt sehr stark vom Endgerät ab und von dem Use Case, den ich unterstützen will. Ich sehe viele Beispiele im Bereich eben Arbeitsanweisungen, wie erwähnt. Also was muss ich tun, Schulungen zu machen oder eben auch zu validieren? Habe ich den Prozess richtig ausgeführt? Das ist, glaube ich, ein großes Themenfeld, wo noch viel zu tun ist. Okay. Und das andere, klar, soll ist gleich zu vergleichen, wie wir es beim Mars gesehen haben. Was ist denn physisch vorhanden? Welches Bauteil, welches Werkzeug, welche Anlage steht vor mir? Und wie ist der CAD-Stand dazu? Das einfach in der Fabrik machen zu können, das wird uns einen großen Mehrwert liefern. Und wie man das effizient löst, dass ich weiß, das ist der aktuelle Datenstand, es ist gut handelbar und es passt auf das Tablet nachher raus. Sie haben ja gesehen, diese Geometrien sind ja sehr komplex, sind sehr groß, die Datensätze sind auch groß und man muss es so hinbekommen, dass man am Ende auf seinem, vielleicht auch Smartphone sogar oder auf der Brille, was auch immer dann kommt, effizient bedienen kann. Ne? Ja, und, absolut, Ich kann mir keine CAD-Oberfläche in einer Augmented Reality Anwendung vorstellen.
Das wird nicht funktionieren, sondern das muss natürlich möglichst einfach sein. Wie wir es im VR auch erleben, wir interagieren hier ganz anders mit anderer Gestik, anderen Elementen als in der Realität oder einem Desktop-System. Ja. Und so wird es in einem Augmented Reality-System auch sein müssen. Und ich glaube, da sind smarte Lösungen immer sehr, sehr gefragt. Ja. Also ich glaube, was auch ein ganzes Thema ist, ist, dass man jetzt sagen kann, diese Technik ist ja sehr am Anfang und macht wirklich pro Monat immer wieder riesige Schritte. Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel gerade auch mit der Präsentation von Apple letzte Woche schon wieder einen zusätzlichen Mehrwert, indem wir eben sagen können, naja, wir machen jetzt gemeinsame Räume. Also mehrere Leute können an einem virtuellen Objekt gemeinsam arbeiten, so als wäre es halt tatsächlich da. Okay. Das finde ich eine super Sache. Und was eben auch eine ganz wichtige Sache ist, das zeigen wir sogar bei uns auf dem Stand, ist, dass man inzwischen 3D-Objekte erkennen kann. Bisher war es immer ein Foto, was erkannt wird, beziehungsweise mehrere Fotos, eine Fotoserie, und daraus musste erkannt werden, ach, was habe ich denn da jetzt gerade vor der Linse? Okay. Jetzt können wir inzwischen ein 3D-Objekt hinterlegen und dieses 3D-Objekt tracken. Du hast es ausprobieren können, Oliver. Ja, es ist super. Hat auch wirklich grandios funktioniert. Yeah. Also es ist kein Ruckeln da, kein Bildversatz, die Illusion ist perfekt. Yeah, das ist tatsächlich etwas, wo man sagt, das kriegt man jetzt auch eben sehr günstig umgelegt, weil es eben keine super spezial selbstprogrammierte Lösung ist, sondern das Framework steht. Genau. Jetzt ist die Frage, was machen wir damit? Ja, das ist auch für den Markt, denke ich, eigentlich sehr, sehr gut, dass man eben schnell auch so eine Anwendung in den Markt schmeißen kann und dann im Prinzip im Background, womit ihr euch ja auch beschäftigt, im Prinzip die Daten auch so weit vorbereitet, dass man die überhaupt in so eine Frontend reinkriegen kann. Das ist ja, denke ich, der nächste wichtige Schritt, den wir machen. Super. Paul, hast du uns noch was mitgebracht, was du uns zeigen willst? Oder sind wir sozusagen von deiner Seite durch? Ja. Genau. Vielleicht können wir ja nochmal, habt ihr noch eigentlich so ein bisschen Fragen? Wir sind jetzt auch in unseren 15 bis 20 Minuten Slot eigentlich fast durch, aber falls ihr nochmal ein bisschen was auch jetzt an die CeBIT oder das Publikum nochmal reinschmeißen wollt, bitte, ist euer Slot. Also für mich wäre es bloß nochmal, um das Verständnis am Startup New Border zu verstehen, sozusagen, was ihr anbieten könnt, ist die Erstellung solcher 360-Grad-Umgebungen, Augmented Reality-Apps, vielleicht auch die Kombination, weil bei uns ist zum Beispiel auch ein Thema, diese zwei Technologien zusammenzubringen. Okay. Das heißt, ich habe vielleicht wirklich einen Servicetechniker draußen im Einsatz und ich möchte gerne sozusagen in einer virtuellen Umgebung mein virtuelles Triebwerk sehen und möchte aber überlagert sein Sichtfeld haben, um eben geeignet einfach auch helfen zu können. Diese Kombination von beiden Technologien, ist das auch was, wo ihr stark dran führt und wo ihr, sagen wir mal, Lust drauf hättet? Oder? Ich bin da immer ganz ehrlich. Ich sage euch, wir haben jetzt eine Anwendung, wo tatsächlich man sagt, wir haben eine Fernwartung, haben wir noch nicht umgesetzt. Aber genauso ehrlich ist es auch, dass wir das total gerne machen würden. Also das ist tatsächlich was. Es gibt ein Video von HoloLens, wo genau das demonstriert wird, wo ich glaube ThyssenKrupp das umgesetzt hat. Okay. Das ist wirklich eins meiner Lieblingsvideos, weil ich wirklich sage, das ist die perfekte Anwendung dafür. Ah. Weil man einfach sagen kann, jemand ist vor Ort, weiß nicht weiter, callt sich durch und kriegt dann vor sich direkt die Lösung präsentiert, den Schaltplan oder die Platine oder was auch immer es ist und kann damit arbeiten. Genau sowas, das wollen wir gerne machen. Wenn ihr da so einen Auftrag habt, also ich bin da sehr offen. Okay, Oliver, ich connecte euch dann. Kann man natürlich auch Cheerleader sehr gut bei uns in der Montagehalle vorstellen. Ja, ohne Zweifel. Ja, klasse. Genau. Ja. Daniel? Na, ich hätte vielleicht noch eine Frage, wie seht ihr denn das Thema Scanning und Point Clouds und sag ich mal, Objektvermessung? Ist das aus eurer Sicht etwas, was uns helfen wird, diese virtuellen Welten zu bauen? Und wo schätzt ihr da so die Technologie ein? Also habt ihr da schon Gehversuche gemacht oder etwas, was ihr nutzt? Ich habe einen kurzen Tonaussetzer gehabt, die Vermessung von... Im Prinzip das Scanning eines Raums oder von Objekten. Du sagtest ja, die Waschmaschine ist bei euch, wird dann natürlich outside-in vermessen. Wie sieht es aus mit inside-out? Also ich gehe irgendwo in einen Raum rein und scanne die Halle drumherum. Ist das auch ein Thema, womit ihr euch befasst oder wo ihr schon Erfahrungen gemacht habt? Tatsächlich muss ich sagen, ist das gar nicht so die Herausforderung, weil tatsächlich auch jetzt Apple mit dem nächsten Update bringt ja sogar selber ein Measuring-Tool mit dabei. Also das hat dann jeder auf seinem Handy. Augmented Reality ist, was das angeht, natürlich sehr praktisch. Man einfach sagen kann, okay, da ist die Ecke, da ist die nächste Ecke, misst den Abstand zwischen beiden. Sobald er den Raum erkannt hat, habe ich dann eben auch einen Grundriss und kann so relativ schnell eben auch Grundrisse oder Form oder ähnliches nachzeichnen. Wir beschäftigen uns natürlich mit der generellen Technologie dabei. Ich weiß es, den konkreten Anwendungszweck, der dir jetzt vorschwebt, nicht. Aber also machbar ist es funktioniert auch. Wir hatten jetzt bisher dafür ehrlich gesagt noch keine Anwendung.
Okay. Aber okay, wenn ihr eine habt, dann lasst uns da gerne sprechen. Super. Mhm. Okay. Gut, okay, na dann. Also, schön, dass ihr da wart. Das war unsere erste Facebook Spaces Session, die wir gemacht haben hier. Ich gehe jetzt gleich auf Stopp, bevor ich denn sozusagen ihr, euch entlasse ich schon mal, liebe Cebit-Leute. Und wir machen jetzt einfach nochmal ein Gruppenfoto zusammen, bevor ich da auf Stopp gehe. Ich schaue mal, ob ich das hinkriege hier mit meinem super Stick. Also bitte alle mal lächeln. Sind hier alle drinne? Paul, ja, wo bist du? Ich sehe nicht. Ah, ja, okay. Hier bin ich. Lächeln. Ja, und ich mache so ein paar Fotos und poste das dann gleich in unseren Stream. Hey, danke euch.